Yo, was geht, Leute? Und herzlich willkommen zurück zu einer sehr modrig-schaurigen Folge Outlast 2. Ja, wir sind wieder hier in unserer Schule, in diesem ziemlich coolen Schwimmbecken. Aber was da letztes Mal passiert ist, da ging ja gar nicht klar, du, ne? Das ging ja gar nicht klar hier. Einmal rein? Nein, doch nicht. Okay, wir haben schon lange kein Outlast mehr gebracht. Uah! Oh, jetzt schon? Willst du mich verarschen? Nee, danke schön. Okay, erstmal hier raus. Natürlich nicht. Die erste Tür ist irgendwie immer blockiert. Also, hier ist die Tür ja offen. Aber da will ich nicht durch, weil da oben ein Blutflatscher ist, der sich bewegt. Wahrscheinlich ist das nur... Wow! Gott, ich erschreck mich immer wie wild, wenn hier irgendwie das Bild wappelt und wippelt. Alter. Warte mal kurz. Muss ich mal kurz hier was gucken? So, schon viel besser. Oh nein, wir müssen in die Männertoilette. No! Gehen wir jetzt erstmal gucken, was bei den Damen so los ist. Aha. Ah, natürlich, die Periode. Naja, es ist Periodenzeit, Leute. Was will man da tun? Halt's Maul. Was will man da tun? Oha, was? Der hat sich aber viel angespeist an Periode. Ja, yummy. Ich will mit den Füßen da durch. Blab, blab, blab. Darf ich hier? Kann ich hier? Oh, ich dachte schon, da ist jetzt jemand. Wuhu! Blutflatscher. Einmal hier. Ah, hier ist aber nichts los, ne? Hier ist nur ziemlich dicke Kacke drin. Und ich habe gedacht, Gott, guck mal meine Hand, wenn er sich hier so gegenlehnt. Guck mal, wir haben 5 nach halb. Ich kann es nicht genau sehen. Aber ich muss unbedingt mal wieder meine Brille anziehen. Ja, ich habe eine Brille fürs Lesen und so weiter. Für PC-Arbeit hauptsächlich. Deswegen kann ich das meistens so gut nicht sehen. Aber wenn eine tote Gestalt vor mir hängt, dann sie... Warte mal, was? Achso. Oh, du blöde Schlampe! Oh, Jesus, hab ich mich ver... Gott im Himmel! Die Mädchentoilette wieder. Oh Gott, das war so ein peinlicher Schrei. Es war so ein peinlicher Schrei. Ich bitte, das zu entschuldigen. Natürlich bei die... bitte! Das Spiel macht mich fertig. Ich hör auf. Ich stell mich jetzt hier hin. Und ich werde Trentner. So. Oh Gott, nein! Alter, was für ein Schrei, Mann! Ekelhaft, ich wollte eigentlich nur mal so gucken, ob man hier noch was machen kann. Und da kommt da übrigens schon ein Flittchen angelaufen und bleibt hier rum, als würde sie jemand vergewaltigen. Ja, ich weiß, Vergewaltigung ist kein nettes Thema, aber dennoch muss man nicht so schreien. So, erstmal zu Beginn der Folge ein bisschen ausgebrüllt. Kannst du mal aufhören zu wackeln? Ich sehe ohnehin schon nichts. Kanada! Ich würde mal gerne nach Kanada, ja? Kanada ist cool. What would Jesus do? Aha. Hallo Jesus, kannst du mir helfen? Gott, was hast du bitte für Augen, Mann? Tschüss. Bro. Licht. Tageslicht. 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 Nein. Gott. Oh, ich will hier gar nicht hin. Ich will hier gar nicht hin. Kann man hier Selbstmord machen? Ich würde mich gerne hier selber umbringen, anstatt hier irgendwie was selber zu versuchen. Ich kenne dich. Oh. Wer bist du? Oh nein, das ist der Du. Warte mal, was? Oh Gott. Licht im Zimmer ist aus. Nein! Lauf! Oh Gott, was zur Hölle? Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Scheiße. Lass mich in Ruhe. Oh Gott im Himmel. Warum musst du wackeln? Ich meine, was ist das für ein Typ? Der sieht irgendwie aus wie ein Selbstmörder von Dying Light. Also, oh mein Gott. Da kann man... Oh nein. Oh, bitte lass mich doch woanders hin. Ich will nicht mehr. Okay, weiter geht's. Wir sind männlich. Okay, nein, wir sind doch nicht so männlich. Doch.
Komm, wir sind so männlich, wir schließen die Türe. Bam. Was jetzt, hä? Was jetzt? Er könnte auch von da kommen. Gehen wir mal lieber durch. Da gab es gerade einen Framerate-Fehler. Okay. Ah! Oh, fuck. Blake? Alter, hab ich mich gerade wieder erschreckt. Dass er wieder eine Schreckens... Alter, was? Also ich glaube, die... Ah, guck dir das Blut mal hier an. Ich meine, wer hat so viel Blut verloren? Wie viele Mädchen gibt es hier, die ihre Periode haben? Oh Gott, nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Widerlich. Gehen wir mal hier rein, vielleicht gibt es hier eine Batterie. Warum habe ich Angst, dass hier wieder ein Vieh kommt? Aber hier scheint nichts zu kommen. Kannst du mal die Schnauze halten? Lieber mal die Türe zu machen. Ich meine, was ist besser, als die Türe zu machen? Bin ich jetzt voller Blut? Nein, cool, komm mal hier. Fußspuren. Nein, ich weiß, Fußspuren ist nichts Schönes. Kriege ich hier meine Batterie, bitte? Ich verspüre das Verlangen, meine Batterie hier zu kriegen. Hey, da hat doch gerade was geblimmelt. Hat hier gerade nichts geblimmelt? Oder habe ich schon hier Paranoia? Ich glaube, ich habe ein paar Paranoia. Ich habe ein bisschen Paranoia. Oh Gott, nein. Und wir haben... Oh, Jesus. Mann, ey. Wann ist die Folge jetzt zu Ende? Ich will nicht mehr. Oh Gott, das wechselt jetzt zu Holz. Warte, 100 Pro, wir sind jetzt wieder im Wald. Warum glaube ich, wir sind jetzt wieder im Wald? Hab ich doch gesagt. Ey, im Moment. Im Moment habe ich... Oh, Moment. Warte mal, was? Es regnet rote Farbe. Ich hoffe, dass es rote Farbe ist. Und kein Blut. Oh Gott. Bitte, Jesus, hilf mir. Gucken wir uns mal die Aufnahme an. Und abspielen. Raining blood. Es regnet Blut. Es tropft von ihren Schuhen, glaube ich. Was? No. Nein. Oh Gott, Jesus Christ. Ich meine, was soll diese kranke Scheiße? Wir sind doch hier. Ich glaube, so langsam, dass wir psychisch sehr, sehr kaputt sind. Und uns daher, ich glaube eigentlich, wir liegen im Koma. So was ganz Simples, wir liegen im Koma und träumen. Wir liegen im Koma und träumen das alles, weil wir ja so männlich sind. Und sowas würde einem ja, ich meine... Blutregen, jetzt ernsthaft, Leute? Und was ich mich auch noch frage ist, welche, also die Entwickler, ne? Erstmal an euch, Props an euch. Mega unnormal geiles Spiel. Mega unnormal geiles Spiel. Aber, was für kranken Leute seid ihr eigentlich? Ich meine, Blutregen, daran denkt niemand. Warum ihr? Und herumgedrehte Kreuze, 100 Brühe, seid alles Satanisten. So, ich hab's ausgesprochen. Das kann doch nicht sein. Die müssen doch alle krank sein, die Entwickler. Die müssen doch irgendwelche psychischen Erlebnisse haben, gehabt haben. Damit die hier irgendwie sowas entwickeln. Und welche kranken Leute machen da noch mit? Jo, also ich kann mir das so vorstellen, weißt du? Die sitzen da alle beieinander und sagen so, jo, also wir entwickeln jetzt ein Spiel, wo eine Person einfach einen Helikopter, Halt's Maul, Alter, ich will dir hier eine Geschichte erzählen. Warum fliegt der Kopf da gerade? Der hat sich gerade bewegt. Da redet jemand. Ich will mich gar nicht umdrehen. Da redet jemand. Weißt du, dann geht das hier so ab, so, ja, Leute, also wir stellen jetzt ein Spiel mit einem Helikopterabsturz und dann, ja, ihr kennt ja Outlast 1, ne, ganz genau. Und dann wird er hier von fleischfressenden, ich weiß nicht, etwas mit Beulen übersäten Ekelpaketen. Wird er dann gejagt und es regnet dann irgendwann Blut und so. Und dann denken die so, ja, klingt geil, machen wir, das klingt doch super, phänomenabel. Nee, klingt gar nicht phänomenabel, besonders nicht für die Leute, die das hier spielen und stell mal vor, die Leute, die Angst vor Horrorspielen haben. Bro, alles frisch?
schnell mal hier rüber gehen. Ich glaube, die Leute hier sind zu blöd dafür. Ich meine, mega geile Details auch, aber oh Gott, ich sterbe. So Leute, ich mache jetzt mal Schluss für diese Folge. Wir sind jetzt 10 Minuten dran. Wenn es euch gefallen hat, na, natürlich nicht. Ich bin ja hier gefangen. Ihr wollt es ja sehen, ihr wollt mich ja schreien hören. Deswegen mache ich die ganzen Scheiß ja. Ach, wie ist das? Aber warte mal, da waren wir noch gar nicht. Warum bewegt sich das? Und ich meine, der Wechsel von der Schule zum Wald, ich meine, da kann doch nichts Glattes ablaufen. Er macht die Tür auf, als wäre es cool. Als wäre einfach der Boss hier. Das habe ich nicht bewegt. Ah! Alter, halt dein Maul! Ich hasse dich! Oh, mein Herz! Mein Herz! Schau auf mit YouTube! So. Oh. Have you seen her? Alter! The lucky ones, they kill. Alter! Oh mein Gott, was ist das für ein Erfolg? Drei Jumpscares! Wir müssen hier weg! Okay, ich vertraue mir jetzt einfach mal dem blutüberschmierten Gentleman. Dem blutüberschmierten Gentleman. Aber ich meine, ey. Oh, das Spiel ist grausam. Natürlich. Wo soll's anders sein? Wo soll's anders sein als die... Ja, die sadistisch eigentlich christliche Schule, die irgendwie versatanistischt wurde. Bro? Ja, oder okay, also ich kann auch eigentlich zurücklaufen, aber wenn du an der Wand kriechen willst, alles cool, ich verstehe sowas. Ich verstehe sowas wirklich. Psychische Anfälle sind total witzig. Total, man kann nicht voll drüber... Oh nein. Oh nein, da kann ich voll drüber lachen. Alter. Alter. Oh Gott, oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah! Alter! Stuhl, beweg dich doch gar nicht. Hab ich dich. Hab ich gesagt, du sollst bewegen? Nein, hab ich nicht. So. Ja, einfach die Türe aufschmeißen. Hier ist eine Batterie. Ist ja super. Wunderprächtig, herrlich. Es kann doch nicht angehen hier. Ich weiß aber jetzt schon, was hier läuft, weil ich kenne diese Szene. Das ist cool. Jessica. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bist du da? Hi! Es funktioniert. Oh, so seltsam. Warte mal, Jessica 2? Dreh dich um. Nein. Nein. Leute, willkommen zum Computer Simulator 2017. Wir werden jetzt hier die ganze Zeit sehen und uns den Chat hier genauer angucken. Weil wir wollen uns nicht umdrehen. Da steht, dreh dich um, aber wir wollen uns nicht umdrehen. Drehen wir uns um. Ah. Ach komm, jetzt muss ich mich auch noch umdrehen. Ah! Ah! Ah, Mann, oh bitte, Leute, töte mich doch nicht. Oh, oh Gott, wann ist die Folge endlich um? Ich will nicht mehr. Alter, heute hat Outlast es echt geschafft, ne? Heute haben sie mich echt auseinandergenommen. Super, Herzchen. Dreh dich um. Ich kann dich sehen. Was war das auf deinem Bildschirm? Das Fenster, das du zugemacht hast. Nichts. Ich blöde nur herum. Ganz verstehe ich diesen Computer noch nicht. Ich helfe dir gerne. Lin... Wer hat Kontrolle? Leute. Ich will gar nicht. Ich will wirklich nicht. Erstmal umdrehen. Erstmal gucken, ist ja alles fresh, ja. Meine Leute, was ist hier los? Ich glaube immer noch, dass der Typ einfach krank ist. Ich glaube, dass der Typ krank ist und irgendwelche Halos hat und sich das hier alles ausdenkt. Das glaube eher ich. Gucken wir mal nach. Natürlich. Die ganzen kranken Phänomene werden natürlich nicht aufgezeichnet. Ist ja super prächtig. Ach, halt's Maul, lass mich in Ruhe. Können wir wieder im Wald sein? Ich verspüre wieder das Verlangen, im Wald zu sein. Obwohl, wenn ich im Wald bin, will ich wieder nach hier. Okay, nein, niemand will in diese Schule. Kannst du jetzt wenigstens mal keine Jumpscares einbauen? Bro. Da redet wieder jemand. Ah, okay, wir sind jetzt... Jessica.
Jessica, kommst du nach hier? Ich meine, wir wissen alle, die hat dich umgebracht. Wissen wir alle. So. Aber sie taucht hier auf und er nimmt sie auch mit Kamera auf. Also ist er sich sicher, also bildet er sich sowas nicht ein, ja? Ich meine, jeder könnte auch, wenn er psychisch kaputt ist, zu Hause sitzen und The Walking Dead gucken. Erstmal eine dicke Empfehlung, ne? Walking Dead Beste. Aber, nein. Der chillt hier in der Schule und in einem fetten Wald. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo er exakt ist. Das ist ein sehr, sehr helles Licht. Und, läuft hier rum in der Kamera und nimmt hier Phänomene auf. Ich meine, was haben wir denn jetzt schon alles? Wir haben hier kranke Leute. Killed as a warning. We're welcome. We're all welcome eventually. Ich meine, das kann ja auch nicht alles ohne Grund sein. Die Sachen hat er ja fest aufgenommen, weißt du? Die hat er ja fest aufgenommen. Und, die bleiben und sind gespeichert. Was wir für einen Rücken haben, Mann. Wir sehen selber aus wie so ein Typ. Guckt euch mal die Hände hier an. Bläh. Aber, das kann doch nicht angehen. Es schneit immer noch. Und der chillt hier, ich weiß ja auch echt nicht, wo der chillt. Aber der chillt auf jeden Fall. Entweder in einem Wald oder in so einer abgekackten Schule. Oder vielleicht ist er ein Kommissar und wird damit nicht fertig. Vielleicht ist es seine Tochter, diese Jessica, aber niemand weiß davon. Vielleicht bildet er sich das auch alles nur ein. Wir wissen es nicht. Ich... Jessica. Sie steht in der Tür. Da ist man erstmal baff, ne? Da ist man erstmal baff. Wir sind hier nicht alleine. Jessica, du blöde Flitsche. Komm doch einmal her. Ich bin jetzt etwas ruhiger, weil ich Angst habe, dass gleich schon wieder ein Jumpscare kommt. Laden wir erstmal hier nach. Ich ahne schon, was kommt. Ich ahne schon, was kommt. Ich weiß es nicht, aber ich ahne es. Leute, ich ahne, was kommt. Und zwar unser blutverschmierter Freund. Also nicht der Freund, den wir jetzt hier haben. Sondern ein anderer. Dankeschön. Oh, dankeschön. Genau der Freund. Lauf! Joho, lauf! Genau dieser Bro meine ich. Genau diesen Bro meine ich. Es tut mir leid für die ganzen deutschen Grammatikanalisten. Oh, Jesus! Alter! Was? Willst du mich gerade verarschen? Alter, ich bin fertig für heute. Meine Güte, ich habe geschrien, ich habe geheult, ich habe Blut gespuckt. Wo ist eigentlich der Blutreden hin, by the way? Ah, da ist er ja. Einmal kurz den Filter wegmachen. Und ich spiele jetzt noch bis voll. Und zwar bis 6 Uhr. Weil dann muss das Video auch schon draußen sein. Und ihr habt... Ah! Oh meine Güte, hab ich Paranoia. So. Willkommen zum Versteck dich im Schrank Simulator 2018. Ich freue mich, euch herzlich wieder in unserem kleinen Kabinchen zu begrüßen. Wenn wir uns nämlich schon noch länger hier verstecken, können wir nämlich fast bald in eine Holzkiste, die dann in die Erde geht. Ist doch super geil, oder? Nein, gar nicht. Gar nicht. Oh, gut, das waren wir. Oh, gut, das waren wir. Aber ich habe Angst, hier sind so viele Gott, Bro, beeil dich! Oh, Jesus. Ich meine, der gibt uns an, wir sollen kriechen. Der gibt uns hier sehr, sehr viele Verstecke, auch hier wieder. Der muss uns auch irgendwie da irgendein Pisser verfolgen. Ich will nicht. Ich habe wieder Schiss wie am Anfang. Ich habe Schiss wie wieder am Anfang. Und das ist gar nicht gut. Ich meine, was will man machen in so einem blutverschmierten Ding? Ich würde mir das Leben nehmen, ich würde, jetzt mal ehrlich. Würde ich hier jetzt sein, würde ich mir wirklich das Leben nehmen.
Das würde meine Psyche gar nicht mitmachen. Das ist eine Batterie, da kann nichts Schlimmes sein. Oder auch nicht eine Batterie. Kapitel 12. Und nun endlich aus dem Tempel die Lehre des Sullivan North, Diener der Wahrheit und gläubiger Zeuge, das Tor zum Paradies, der uns liebte und reinigte von unseren Sünden in unserem Blut. Aha, Kapitel 12, jetzt veröffentlicht, 3,99 das Stück. Ich glaube, wir müssen hier durch. Ja. Alter, leck mir die Keule. Leck mir die Keule. Ich habe langsam keinen Bock mehr. Nee. Nee, das schaffe ich nicht. Das schafft meine Psyche nicht mehr. Leute, bitte. Jetzt pssst, ganz, ganz leise sein. Ganz, ganz leise sein. Wir wollen ihn ja nicht zu uns lenken. Wenn wir ihn zu uns lenken, dann ist er nämlich bei uns und will uns töten. Deswegen pssst, ganz leise. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob ich so reden soll oder ob ihr soll mich so auch hört. Das ist immer so eine Zwickmühle. Ich weiß echt nicht genau, wie und wann und was und warum überhaupt. Deswegen schreibt das einfach mal in die Kommentare, da weiß ich Bescheid. Aber ich will hier nicht raus. Ich will hier nicht raus. Nein. Nein. Geht hier raus. Rudolf, lass mich in Ruhe! Rudolf mit der roten Nase, lass mich doch einfach gehen! Weißt du was, ich verstecke mich jetzt wieder hier, was sagst du jetzt? Bäm! Haha! Rudolf, nein, doch nicht noch eine! Du hast mir gerade schon eine verpasst, das tut weh! Wie komme ich eigentlich raus? Halt's Maul jetzt! Ich will mich konzentrieren. Schnell. Ich habe keine Lust mehr auf diese Viecher. Komm schon. Bro, lauf. Oh, da krieg ich ja Gehirntumor. Alter. Wenn der Typ so lahm ist und hinter uns ist Rudolf, da dreh ich ja durch, ne? Da dreh ich ja durch. Ja, siehst du jetzt wohl, wie der... Jetzt wurden wir wieder hier, ne, genau, runtergemacht. Wir haben keine EP mehr, wir haben weniger EP bekommen. Jetzt sitzen wir wieder in so einer stinkigen Mülltonne. Freut euch das? Nein, mich auch nicht. Erstmal heilen. Ich stink von innen. Nimm meine Nase. So. Wir verstecken uns jetzt im Unterbrechen und ich würde erstmal sagen, wir sehen uns in der nächsten schaurigen Folge wieder. Leute, wenn euch das gefallen hat, dass ich wieder so rumschreie und das vielleicht auch mal live sehen wollt, dann schreibt das einfach mal in die Kommentare. Wenn ihr dieses Format feiern solltet, dann lasst doch bitte einen Like da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert natürlich, um nichts mehr zu verpassen. Macht die Glocke an, um keinen Livestream mehr zu verpassen und keine Ankündigung mehr. Ich glaube, rechts sollte jetzt, ja, rechts steht mein Kanal, da könnt ihr abonnieren. Und links wird ein nächstes Video kommen, und zwar das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Folgt mir natürlich auch unter reflex-tv auf Instagram und auf Facebook unter reflex, der echte zusammengeschrieben. Und dann sage ich, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Und denkt daran, Samstag Livestream-Zeit. Aber da kommt auch noch ein eigenes Video zu. Deswegen nochmal, schönen Tag euch. Ich hoffe, euch wird es nicht so schaurig ergehen wie mir gerade. Das wünsche ich nämlich keinem, weil hier die Leute nämlich amok laufen. So, ich will jetzt nicht mehr so lange am Ende reden. Deswegen sage ich einfach nur noch, Leute, haut rein. Wir sehen uns am nächsten Mal in der nächsten Folge in der Mülltonne. Bis dann. Ciao, ciao.